Im heutigen Video erzähle ich dir von Exit-Möglichkeiten, die sich ergeben dadurch, dass du in der Strategieberatung für ein paar Jahre gearbeitet hast. Legen wir los. Warum macht man überhaupt einen Exit und was ist das überhaupt? Darauf kommen wir jetzt als erstes zu sprechen. Was ist ein Exit? Das heißt, du arbeitest aktuell in der Strategieberatung, hast aber keine Lust mehr aus verschiedensten Gründen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, und arbeitest dann plötzlich für ein anderes Unternehmen. Idealerweise ist dein Job dann mindestens genauso gut bezahlt und mindestens genauso cool von den Aufgaben wie dein Job in der Beratung oder eben besser. Das bezeichnet man als Exit. So, warum macht man das? Aus meiner Sicht sind das im Wesentlichen drei Gründe. Der erste Grund ist, hey, das ist mir zu intensiv. Die Arbeitszeiten sind mir zu lange. Zweiter Grund ist, du hast keine Lust zu reisen. Berater reisen recht viel. Dritter Grund ist, du hast keine Lust, dich stetig weiterzuentwickeln, sondern du möchtest jetzt mal in deiner Rolle, in der du gerade bist, ja, dort bleiben und dort deine Aufgaben weitermachen, ne? Du wirst dich jetzt nicht stetig über dich hinaus wachsen müssen. So, Thema 1. Die Arbeitszeiten sind zu lang bzw. die Arbeit ist zu intensiv. Die Ursache dafür ist, als Berater arbeitest du mit dem Top-Management deiner Klienten zusammen. Das heißt, die Probleme, die du löst, die sind relativ schwer zu lösen, weil wenn die einfach zu lösen wären, dann würden die nicht beim Top-Management landen. Und die Arbeitszeiten vom Top-Management sind meistens eben nicht so normal. Die sind nicht 40 Stunden, sondern das Top-Management von Konzernen arbeitet halt ein bisschen mehr als die 40-Stunden-Woche. Und auf dieses Tempo, ja, da musst du als Berater halt erstmal kommen. So, ein zweiter Grund, Reisen. Als Berater reist du regelmäßig. Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass man immer 4 Tage beim Kunden vor Ort ist. Aber das kommt mehr und mehr wieder zurück nach Corona. So, und das heißt, als Berater musst du auf jeden Fall bereit sein zu reisen und dementsprechend bist du nicht immer im Bett von deinem Partner, deiner Partnerin zu Hause oder halt nicht bei deiner WG oder whatever. Du musst halt einfach unter der Woche auch mal rauskommen. Dritter Grund ist, du bist in der Beratung gezwungen oder wirst zumindest dazu bewegt, dass du dich stetig weiterentwickelst. Du musst immer wieder über dich hinauswachsen. Ungefähr alle 1 bis 3 Jahre steht die nächste Beförderung an und dafür musst du eben dich weiterentwickelt haben. In der Beratung wirst du nur dann befördert, wenn du eigentlich schon in dieser nächsten Rolle bist, ja, wenn du dazu schon fähig bist. Und das heißt für dich, wenn du in der Beratung sein möchtest, langfristig musst du dich stetig weiterentwickeln. Und in einem anderen Job ist das halt nicht unbedingt so. So. Nachdem ich jetzt diese Gründe erklärt habe, was sind denn typische Exit Opportunities? Also was sind typische Möglichkeiten, wie du aus der Strategieberatung rausgehen kannst? Da würde ich jetzt mal sagen, im Grunde gibt es da 3 Wege, die ja normal sind, wie man überhaupt zu einer Exit-Möglichkeit kommt. Das erste ist Headhunter. Mittlerweile kriege ich mindestens 2 bis 3 Mal die Woche irgendwie Post auf LinkedIn von einem Headhunter. Ich habe auch schon mittlerweile Anrufe bekommen. Das ist ganz normal. Zweites ist, die Klienten werben dich ab. Du hast mit einem Klienten sehr gut zusammengearbeitet. Der hat gerade eine offene Position, die genau auf dein Arbeitsumfeld passt oder das Projekt, was du machst, das wird jetzt implementiert und die brauchen einfach jemanden, der das gut leitet. Dann versuchen die, dich so ein bisschen abzuwerben. Dritter Grund ist, irgendwie gehst du proaktiv auf jemanden zu. Du suchst irgendwas. Du hast Lust, eine bestimmte Sache zu machen, zum Beispiel in einem Startup zu arbeiten und dort eine Head of Growth, Head of, keine Ahnung, Strategy-Rolle zu übernehmen und dann gehst du proaktiv auf die Leute zu. Das sind die 3 grundsätzlichen Möglichkeiten, wie du aus der Beratung rausgehst. So, und was sind jetzt ganz konkrete Exit-Opportunities? Exit-Opportunity Nummer 1 ist, im VC bzw. im Private Equity zu arbeiten. Hier bekomme ich die meisten Headhunter-Nachrichten zu. Das heißt, du arbeitest als Associate oder halt, ja, eins über dem Associate, also so als Investment Manager in einem Fund, entweder Private Equity oder eben VC. Du machst dort Analysen, bewertest Unternehmen, schreibst Reports und so weiter. Und in der Regel geht es halt darum, dass du dein Consulting-Toolkit, was sehr analytisch ist, dort anzuwenden. Relativ gut bezahlt, meistens ein bisschen über deinen normalen Beratergehalt und die Arbeitszeiten sind tendenziell ähnlich, vielleicht auch ein bisschen weniger. Exit-Möglichkeit Nummer 2 ist im Corporate Management. Das ist genau diese eine Sache, die ich dir schon vorgestellt habe. Wenn jetzt zum Beispiel du bei einem Klientenprojekt sehr erfolgreich warst und der Klient will das jetzt halt weiter umsetzen und braucht dafür jemand, der das vorantreibt. Und dann bist du ideal dafür geeignet, diese Position zu übernehmen, hast dann halt dein Projektteam, hast dann halt bei dem Klienten ja Führungsverantwortung und eben auch so eine gewisse Projektbudgetverantwortung und führst dieses Projekt eben in der Implementierung fort. Das heißt, du hast eine ziemlich abwechslungsreiche Rolle weiterhin, hast ein Team und kannst eben in deiner Rolle deine Fertigkeiten weiter ausbauen.
Pendant dazu ist ebenfalls, wenn du jetzt zum Beispiel in einer funktionalen Rolle bei einem Klienten weiterarbeitest, beziehungsweise dafür ja, abgeworben wirst. Das ist dann der Fall, wenn du jetzt zum Beispiel für den COO oder für den Head of Marketing was Bestimmtes machen sollst, dann wirst du da eins unter dieser hauptverantwortlichen Person arbeiten und dort entsprechend auch mit ein paar Teams, meistens bist du da so Abteilungs- oder Bereichsleiter, dann entsprechend diesen funktionalen Bereich weiter aufbauen bzw. optimieren, irgendwas Neues umsetzen. Vierte Exit-Möglichkeit ist es, in einem Startup zu arbeiten. Das ist so die zweithäufigste LinkedIn-Nachricht, die ich von Headhuntern erhalte oder von den Gründern selbst. Da geht es dann um die Frage, hey du arbeitest jetzt in einer wirklich sehr intensiven Arbeitsumgebung und hast dementsprechend sehr breites Fertigkeiten-Toolkit aufgebaut, einen Werkzeugkasten und genau das brauchen wir jetzt. Ne? Wir brauchen jemanden, der kann sich vielfältigen Problemen widmen, der super produktiv arbeitet, also Probleme sehr schnell abarbeitet und im Idealfall wie so ein Feuerlöscher agiert. Und genau da bist du halt als Berater mit so 2-3 Jahren Erfahrung sehr gut geeignet für und das ist auch der Grund, warum ganz viele Startups danach Beratern fischen. Die fünfte Möglichkeit ist, in einer CXO-Office-Rolle zu agieren oder in der Strategieabteilung dort etwas aufzubauen bzw. dort diese zu leiten. Das ist auch sehr, sehr häufig der Fall. Dann wirst du quasi in deiner Rolle als Strategieberater ähnliche Aufgaben weiterhin, aber nun fest angestellt für den Klienten übernehmen. Ja, du bist entweder direkt unter dem CEO, hast dort eine sehr strategische Rolle inne oder du arbeitest eben im Strategy Office oder in der Management Consulting Einheit des Klienten und arbeitest dort eben weiterhin an sehr vielfältigen strategischen Themen, aber eben nicht mehr ganz so stressig wie jetzt in der externen Beratung. So, das war's vom heutigen Video. Schau doch hier in dieses Video rein. Hier vergleiche ich Investmentbanking mit Consulting. Wenn dich das interessiert, der Unterschied aus meiner Sicht zwischen Investmentbanking und Consulting, dann schau doch mal hier rein und dann sehen wir uns dort.